Ja, ich bin so stolz auf dich. Ja, so stolz bin ich auf dich. Oh, du bist so toll. Oh. Moin Leute, ich bin so unglaublich stolz auf euch. Natürlich auch auf meine Hündin, Bella kennt ihr ja schon, aber ich bin noch viel stolzer auf euch. Activision hat es die letzten 3 bis 4 Jahre geschafft, uns durchgängig zu verarschen. Und egal, was wir uns gewünscht haben und egal, was wir gesagt haben, auf Twitter, auf Instagram, auf Reddit, ich weiß gar nicht, wo wir als Community uns schon beschwert haben. Es war den Entwicklern bisher völlig egal, beziehungsweise den Publisher, die Entwickler sind hier die ärmsten Säue, was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich tun. Wir haben trotzdem täglich denselben Scheiß bekommen. Und während ich hier meinen letzten Loop mache, nee, mein letzter ist es nicht, aber mein leckerer, 20% mit Rabatt Scheppi, lohnt sich. Zugreifen. Während ich jetzt kurz den hier einmal fertig mache, möchte ich mit euch über die Kommentare unter meinem Vanguard Alpha Reveal Review Video sprechen. Irgendwas passt hier nicht, warum auch immer. So, jetzt passt es. Ich glaube, und die Kommentare blende ich euch so nach und nach ein, und das sind nur ein paar Leute. Ich habe, glaube ich, unter dem Video 200 Kommentare gehabt und ihr seid völlig durchgedreht. Und ich finde das geil. Und deswegen bin ich als 30-jähriger Papi richtig stolz auf euch, auf jeden Einzelnen. Ihr seid endlich an dem Breaking Point, wo ihr als normale Gamer sagt, bis hier und nicht weiter. Und die Kommentare sind eindeutig gewesen von 200 Kommentaren waren 10 Kommentare, die gesagt haben, jo, Alpha hat mir gefallen, das ist mein Game. 190 Kommentare haben gesagt, Dreck, Schmutz, Dreck, Schmutz, Schmutz, Dreck, SBMM, Dreck, Schmutz und Dreck. Absolut krass und hätte ich nicht gedacht. Denn eigentlich war es bisher jedes Jahr so, dass der gemeine COD-Spieler dumm ist. Und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Ich habe euch dumm genannt und mich nenne ich auch dumm. Jedes Jahr ist es doch so, dass wir kurz bevor das neue COD released wird, wieder drauf reinfallen. Und wieder Activision das Geld in den Rachen schieben und sagen, ach, dieses Jahr wird's besser, ich weiß es. Und das letzte Mal war es dann irgendwann BO4, davor war es WW2, das BO4 war nicht fertig, WW2 war nach einem halben Jahr erst fertig. BO4 ist bis heute nicht fertig. Dann kam Modern Warfare, da habe ich mich vor der Alpha gefreut und dachte, Alter, geil, modernes Zeitalter, neue Engine, Infinity Ward. Ja, Pustekuchen. Dann ein Jahr geskippt, Cold War und alle Black Ops Teil, Treyarch, halb fertig bis heute. Dark Matter in Cold War kannst du auf der Hälfte der Waffen nur aufsetzen und auf der Hälfte, wo du es raufsetzen kannst, siehst du auch nur die Hälfte von Dark Matter. Reden wir gar nicht von den ganzen Bugs, die das Game mittlerweile hat und von den Cheatern und von den FPS-Problemen und von dem fehlenden Content und alles Mögliche. Reden wir gar nicht drüber. Und dieses Jahr kommen sie dann mit Sledgehammer und Vanguard um die Ecke. Und ich muss das vorher einmal sagen, Leute. Ich fand die Alpha nicht so schlecht wie viele von euch. Aber das ganze Game hat einen komplett desaströsen Eindruck vom Entwicklungsstand gemacht. Man hat einfach gemerkt, dass Sledgehammer erst dieses Jahr damit angefangen hat. Und viele von euch haben gefragt, wie ich darauf komme, dass Sledgehammer erst dieses Jahr damit angefangen hat. Sledgehammer Games hat bis Mitte des letzten Jahres an Black Ops Cold War gearbeitet. Treyarch musste dann übernehmen, weil Sledgehammer das sich auf die Reihe gekriegt hat. Warum auch immer, kann ich mich nicht so äußern. Und Sledgehammer musste dann mit Treyarch Black Ops Cold War irgendwie bis in den November vorpushen, damit es halbwegs fertig ist. Das heißt, wir waren schon im November. Bis Mitte oder Ende Dezember gab es überhaupt gar keinen Plan seitens Activision, was man eigentlich mit dem nächsten COD anfangen will, weil Treyarch war jetzt mit Cold War beschäftigt, Sledgehammer Games war gerade raus und Infinity Ward arbeitet still und heimlich im Hintergrund am nächsten Modern Warfare, was wir dann nächstes Jahr bekommen werden. Was war also die Lösung? Viele von uns haben spekuliert, Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer. Damit überbrücken sie ein halbes Jahr, dann kam irgendwann diese Theorie Blackout 2, aber das macht keinen Sinn, weil Warzone als Battle Royale da ist. Und dann hieß es von einigen Leakern, es kommt gar kein COD, Leute. Und das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Ein Jahr auf Geld verzichten, kein neues COD, sondern die Entwickler an einem fertigen, guten Spiel arbeiten lassen. Aber Activision wäre nicht der Mistverein, der ist, wenn die nicht ein Ass aus dem Ärmel ziehen. Also hat Sledgehammer irgendwann, ich vermute,
so am 24. Dezember eine Rundmail bekommen. Das ist jetzt nur Vermutung, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr denkt, ich habe da irgendwelchen E-Mail-Verkehr gesehen. Wo wahrscheinlich sowas stand wie, hier ist Bobby Kotick, SOS, ihr habt 8 Monate, bis das neue Game da sein muss. Viel Erfolg. So ungefähr stelle ich mir das vor. Im Januar hat Sledgehammer plötzlich Anzeigen geschalten für Designer, Grafiker, Spieleentwickler. Das heißt, Sledgehammer brauchte erstmal neue Mitarbeiter und mussten mit einem komplett neuen Game anfangen. Alleine. Jetzt mittlerweile arbeiten da verschiedene Studios mit dran, aber solche Studios wie Beenox, die arbeiten halt mit Raven Software an Warzone aktuell. Treyarch arbeitet am neuen COD, die machen aber nur den Zombie-Modus, weil die gar nicht mehr schaffen aktuell. Daemonware ist für das SBMM Matchmaking zuständig. Das heißt, ganz viele Unternehmen arbeiten an dem neuen COD, aber Sledgehammer ist das einzige, was wirklich am Multiplayer arbeitet. Und man sieht einfach nach diesen 8-9 Monaten, die jetzt Entwicklungszeit hatten, das ist ein MW19 Remake. Man hat eine Engine genommen, die schon da war, man hat eine Farbpalette genommen aus WW2, die man schon hatte, und wer hat WW2 gemacht? Sledgehammer Games. Dann hat man jetzt irgendwie noch die Waffen kopiert, die wir auch schon 1:1 hatten, hat da 4 neue Maps reingeworfen und gesagt, hoffentlich merkt das keiner, vielleicht wird's ja gut. Und ich habe gedacht, dass ihr drauf reinfallt, und ich war mir auch sicher, alle fallen drauf rein. Alle, die nicht von SBMM geschützt werden, sprich alle die, die YouTube benutzen, Twitch benutzen, ich streame live morgen Abend, schaut vorbei, alle Leute, die Twitter benutzen, Instagram oder sonst was, und das ist das erste Mal dieses Jahr, Leute, dass ich so viel Hass für das neue COD unter nicht nur meinem Video von euch gesehen habe, sondern unter den Videos von ganz vielen Content-Creator-Kollegen von mir. Völlig egal, wie sie heißen. Und wisst ihr, was das Faszinierendste an der ganzen Sache ist? Dieses Jahr ist das Jahr, und da bin ich mir 100% sicher, bei dem die gesamte Entwicklung von Call of Duty und Activision und allem, was da dran hängt, entweder wieder in die richtige Richtung geht oder fällt. Und wenn man sich anguckt, in welchem Zustand das Game jetzt in der Alpha war, gibt es keine andere Richtung als komplett nach unten. Ich habe es in meinem Review zur Alpha ja schon gesagt, dieser Modus, der an und für sich interessant war, hat über vieles hinweggetäuscht, was im Game nicht funktionierte. Weder die Grafik passte aktuell, noch das Audio-Tuning passte. Und da geht es nicht darum, dass irgendwo man an der Audio arbeiten muss. Die Audio war teilweise einfach gar nicht da, als hätte man sie in den Gamefiles vergessen. Das Movement hat nicht gepasst. Die Engine ist eigentlich gar nicht bearbeitet worden. Eigentlich wird das, und da bin ich mir sicher, das am wenigsten fertiggestellteste Spiel aller Zeiten. Und jetzt die neuesten Infos. Wir bekommen pro Waffe 60 bis 75 Aufsätze. Das müsst ihr euch mal reinziehen, Leute. Da wird wieder künstlich ein Grind erschaffen, damit der Spieler auch möglichst lange an irgendwelchen Schrott-Herausforderungen dran sitzt, während man das alte Prestige-System rausgenommen hat, nach aktuellem Stand Totenstille als sehr wichtiges Perk, vor allen Dingen im Competitive-Bereich, in S&D. Spielt mal Competitive S&D ohne Totenstille, viel, viel Spaß dabei. Die Minimap ist aktuell wieder wie in MW19. Tom Henderson hat vorgestern bestätigt, nicht nur in der Beta gibt es keinen FOV-Slider, es gibt auf den Konsolen, egal ob PS4, egal ob PS5, im gesamten Game kein FOV-Slider. Also eigentlich ist es das perfekte Jahr, damit ihr und ich, wir Content-Creator, sagen, es reicht, mach den Scheiß alleine. Activision wird trotzdem mehr als genug Geld verdienen. Das SBMM beschützt einfach eine Großzahl der Spieler, die gar keine Social Media benutzen für Call of Duty. Die gehen 2-3 Mal die Woche, ich sage mal Norbert aus Spaß, oder Dieter, oder Hans, oder Marcel, oder Matze, oder wie auch immer sie alle heißen. Alles Noobs, in Anführungsstrichen. Die gehen 2-3 Mal die Woche online, zocken ein bisschen, die interessieren sich für den ganzen Social Media Kram gar nicht. Die machen die Mehrzahl aus. Wir OGs und du und ich, wir machen die kleinste Zahl aus. Ob wir spielen oder nicht, ist scheißegal. Ob das Game auf Twitch 8000 Zuschauer oder 800.000 Zuschauer hat, scheißegal. Das sind alles Zahlen, die interessiert Activision gar nicht. Trotzdem wird es sich bemerkbar machen. Und Battlefield 5, jetzt am Wochenende, stream ich auch, steht vor der Tür. Eine Beta, eine lange Beta. Battlefield 2042 an sich ist einfach ein Game, auf das viele von euch seit Ewigkeiten warten. Und ich persönlich als absoluter Battlefield-Noob bin sehr gespannt darauf, wie das Game wird. Und ich kann euch das nur ganz ehrlich sagen. Mich hat Activision dieses Jahr aber absolut nicht am Arsch. Also
absolut nicht. Far Cry 6 kommt raus, was mir persönlich als Storygame wochenlang Spaß machen werden kann. Battlefield kommt raus, wo ich sehr gespannt bin, neue Dinge kennenlernen, ein neuer Teil der Community irgendwie mal kennenlernen. Ich bin ein COD-Content-Creator seit Ewigkeiten jetzt mittlerweile schon und trotzdem bin ich sehr offen für dieses Kapitel Battlefield und viele von euch haben mir schon darüber geschrieben, dass die Battlefield-Community auch cool ist und ich bin sehr gespannt, die kennenzulernen. Heißt es, dass ich Vanguard auf jeden Fall nicht zocke? Ich weiß es nicht, Leute. Dieses Jahr ist, und ihr habt es bei mir schon gesehen, als ich relativ frisch mit YouTube anfing, hätte ich eigentlich grinden müssen. Hab's aber nicht getan, weil Modern Warfare 2019 rauskam und ich mir gesagt habe, das ertrage ich nicht. Ich finde Modern Warfare schrecklich, ich ertrage es nicht und habe ein Jahr Social Media Pause gemacht. Kein YouTube-Videos, kein Twitch-Streams, kein gar nichts. Dieses Jahr mit Cold War habe ich voll durchgestartet. Der Support ist heftig. Vielen Dank dafür, Leute. Auf Twitch, auf YouTube, auf Instagram ist es absolut krank. Aber ich habe keine Angst davor, ein Jahr lang COD nicht anzufassen. Die Beta wird über vieles hier entscheiden. Die Beta wird uns das allererste Mal einen 6 gegen 6 Modus im neuen COD Vanguard zeigen. Und wenn die den Weg gehen, den man aktuell sehen kann, ist es die letzte Patrone, die Activision verschießen konnte und die letzte Patrone, die Activision verschossen hat. Das Game in der Alpha war in einem Zustand, wo man eigentlich überlegen müsste, das Game jetzt schon auf nächstes Jahr zu schieben. Das wird nicht passieren. Und ich bin unglaublich stolz auf euch, dass ihr euch alle Gedanken gemacht habt und dieses Jahr sagt, nicht mit mir. Nicht mehr mein Geld. Das war letztes Jahr nicht so krass, vorletztes Jahr nicht so krass und vor 3 Jahren nicht so krass. So krass wie dieses Jahr war es noch nie. Und es wird genug Leute geben, die es kaufen, aber irgendwann muss mit dieser Bewegung begonnen werden. Und ich, Leute, bin absolut bei euch. Als Content Creator bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass ich ein Call of Duty habe, über das ich Content machen kann. Was ich streamen kann, wo es Infos zu gibt, wo ich spielen kann, wo alles Mögliche bei ist. Und am besten ein gutes. Aber, soweit bin ich mittlerweile, ich habe kein Problem damit, mit Stalker, Far Cry, Halo, Battlefield oder von mir aus Black Ops, was weiß ich, World at War oder irgendeinem anderen Spiel, mein Jahr zu verbringen. Content kreieren bedeutet am Ende des Tages, dass man sich auch Content ausdenkt im Sinne von, ja, ich mache was Witziges. Dafür muss das Game nicht gut sein, es wird es nur einfacher machen. Ich freue mich drauf, auf das, was kommt. Schreibt gerne in die Kommentare, gebt ihr der Beta noch eine Chance oder seid ihr durch mit dem Ganzen? Ich möchte der Beta eine ehrliche Chance geben. Ich werde sie natürlich durchgrinden, so wie ich Battlefield durchgrinde. Und dann wird meine Entscheidung fallen dieses Jahr. Gibt es Call of Duty oder gibt es das nicht? Und ich weiß, dass viele Content-Creator-Kollegen das unnötig hypen und ich weiß nicht was. Leute, wenn es euch nervt, guckt da nicht hin. Ich bin raus. Haut rein.